Heute sorgen wir dafür, dass du in den Kopf deines Lehrers blicken kannst und so genau weißt, was er will. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Dieses Lehrerthema. Ich bin es langsam schon wirklich leid, weil ich es einfach nicht mag, wenn Erfolg abhängig von der Bewertung anderer Menschen ist. Und ihr seid bestimmt auch satt davon. Kam ja jetzt, glaube ich, letzte Woche auch schon erst ein Video dazu, wo wir das Ganze ein bisschen diskutieren konnten. Deswegen, jetzt dieses Video, wie du wirklich in den Kopf deines Lehrers reinschauen kannst, wie du verstehst, was will er denn eigentlich, wie bewertet er, dass du eben nicht mehr dieses, oh, aber mein Lehrer, blablabla. Egal wie der Lehrer ist, du kannst es immer so zu deinem Vorteil drehen. Das Wichtige ist einfach nur, dass du verstehst, wie er tickt, egal ob das, was er in der Prüfung abfragen wird oder eben welche Antworten er auch in der Mitarbeit hören will. Erstens, sein Material verwenden. Das ist wirklich der simpelste und effektivste Tipp, den man an dieser Stelle geben kann. Versuch dich nicht zu sehr daran zu irgendwie sagen, oh ja, beim Lehrplan steht aber das oder im Buch habe ich das und das auch gelesen. Das ist nicht so relevant. Denn der Lehrer gestaltet, oder natürlich auch sie, ne, ich verwende einfach nur der Lehrer als Synonym, sowohl für männliche als auch für weibliche Lehrkräfte. Der Lehrer kann ja das trotzdem ein bisschen in seinem Spielraum drehen. Und er wird ja vor allem den Unterricht so behandeln, wie es seinen Prioritäten entspricht und auch so, wie er das Ganze als sinnvoll erachtet. Das heißt, wenn du wirklich dein Lernen einfach auf den Hefteinträgen aufbaust, dann bist du eigentlich auf einem super guten Weg, eigentlich genau das auch dann wiederzugeben oder auch so gut vorbereitet zu sein. Ein Lehrer wird ja nicht irgendwas extrem tief besprechen und dann in der Prüfung fast nicht dran nehmen oder was anderes fast gar nicht besprechen und dann super extrem abfragen. Das heißt, bleib da einfach bei seinen Materialien und du bist auf dem richtigen Weg. Zweitens, auf Reaktion achten. Achte mal ganz, ganz besonders darauf im Unterricht, wirklich, wie reagiert der Lehrer denn zum Beispiel auch verschiedene Mitarbeitsbeiträge. Weil es gibt zum Beispiel einen Sozialkunde. Ja? Unsere Sozialkunde-Lehrerin, ich sage jetzt natürlich keinen Namen, wir hatten da irgendwann mal Demokratie versus Diktatur. Und dann kam irgendwie innerhalb der Klasse diese Diskussion auf, ob es denn sein kann, dass es zwar eine Diktatur ist, aber weil der Diktator einfach sehr gut gewillt ist, er hat zwar die komplette Macht, aber weil er ein guter Mensch ist, dass die Diktatur super gut läuft und auch alle im Prinzip darin zufrieden sind. Und die Klasse war sich eigentlich einig, dass es theoretisch auf jeden Fall ginge. Gibt fast keine Beispiele, glaube ich, aktuell in unserer Geschichte, aber theoretisch wäre es möglich. Unsere Lehrerin war aber so fest davon überzeugt, dass nur die Demokratie richtig, dass nur die Demokratie fair sein kann und hat sich da so reingesteigert. Manche sind in unserer Klasse gefühlt ausgerastet, weil wie kann man so beschränkt sein, ne? Aber in so einem Szenario macht es einfach super wenig Sinn, wenn du dann denkst, ja, aber das ist richtig und so weiter, und dann meldest du dich und sagst, ja, aber Diktatur. Du förderst nur die Resistenz mit ihr. Ich war die letzte Person, die sich bei irgendeinem Lehrer so eingeschleimt hätte. Aber manchmal ist man auch einfach die schlauere Person, da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, die Person, der Lehrer sieht das vielleicht so, ist nicht meine Meinung, aber ich tue mir selbst doch keinen Ungefallen, indem ich das ihm jetzt noch extra auf die Nase bin. Genauso achte mal darauf, was will der Lehrer denn tiefer wissen? Zum Beispiel in Geografie. Da kann man vielleicht ganz einfach, ich hatte selbst Geo in der Oberstufe nicht mehr, aber da kann man ja zum Beispiel, wie ich es beim besten Kumpel mitbekomme, da geht es ja auch viel zum Beispiel um Winde. Da kann es sein, du kannst ja relativ einfach sagen, ah ja, und dann kommt halt der Wind, weil da ist das Tal und da ist der Berg und bababam. Und dann kannst du das so schnell überspielen. Vielleicht, und da hat jeder Lehrer so ein paar Themen, wo er immer wieder sagt, erklär mir das genauer, das will ich genauer wissen. Und genau bei diesen Themen musst du richtig stark aufpassen, sowohl als Vorbereitung für die Klausur, aber auch wenn du dich meldest, dass du dich eben nicht nur einfach deswegen meldest, weil du ein bisschen was kannst, sondern weil du weißt, okay, die Winde will er immer detaillierter wissen, dann versuch die auch wirklich gut vorzubereiten, dass du dich auch in der Mitarbeit dann gut melden kannst und da auch gute Punkte bekommst. Drittens, Bewertungen analysieren. Das bedeutet, achte auf der einen Seite mal darauf, bei welchen Themen ist er richtig pingelig, zum Beispiel vielleicht in Biologie bei Fachbegriffen, ja, dass du halt das. Da sind manche, bei manchen Biolehrern bist du ja sofort raus, wenn du anstatt irgendwie Zytoplasma sagst, ja, irgendwie dieser Freiraum in der Zelle da. So, du bist einfach sofort raus. Das heißt, wenn du merkst, okay, dem ist das super, super wichtig, dass man die korrekten Fachbegriffe lernt, dann hab die richtig, richtig gut drauf. Auf der anderen Seite kann es sein, dass manche Dinge, mit denen du dich super viel beschäftigst oder wo du dachtest, oh, da krieg ich super die Punktabzüge, dem vielleicht relativ egal ist. Zum Beispiel bei unserer Mathelehrerin, da war es nicht so wichtig, wenn du quasi Mathe-Schritte so durchgegangen bist, einfach so einen Term aufgelöst hast, dann war es nicht so wichtig, ob du die
Ist-Gleichzeichen auf der rechten oder auf der linken Seite gemacht hast. Das war ja ziemlich egal, obwohl der andere Lehrer, zum Beispiel bei mir in der 8., 9., 10., die haben gleich alles durchgestrichen und meinten, das gilt nicht. Das heißt, pass da gut auf, weil sobald du verstehst, okay, das muss ich unbedingt korrekt machen und da geht es auch um jede einzelne Kleinigkeit, ja, und hier ist es eigentlich relativ egal, dann kannst du sofort auch deinen Fokus entsprechend ausrichten und wirst so noch bessere Noten schreiben. Viertens, Begründungen verstehen. Gerade wenn du jemand bist, der sich auch für dieses Video hier sehr stark interessiert, bist du wahrscheinlich oftmals auch jemand, der immer wieder nachfragt, hey, was machen wir eigentlich in der Klausur, warum habe ich jetzt die und die Punkte in der Mitarbeit bekommen? Und wenn du das machst, achte mal gezielt auf seine Begründungen. Wenn er zum Beispiel sagt, naja, mir ist es bei dem Thema einfach wichtig, dass ihr nicht nur euer Heft auswendig lernt, sondern ihr es einfach auch sinnvoll jemandem auf der Straße erklären könntet, dann verstehst du sofort, okay, dem geht es hier sehr stark ums Verständnis. Und dann solltest du eben nicht das machen, was er eben gesagt hat, was ihr nicht machen sollt, wirklich sagen, oh, ich lerne einfach nur das auswendig lernen, dann müsste ich das hier haben. Nein, wenn er doch ein Lehrer ist, der da gerade extrem drauf aus ist, dann sei dir doch dem einfach bewusst und reagiere entsprechend und lerne so im Prinzip auch von deinem Fokus her. Fünftens, Anweisungen beachten. Damit meine ich nicht, dass du wie ein Vollidiot einfach nur alles machen sollst, was der Lehrer sagt, sondern damit meine ich vielmehr, dass du im Prinzip auf ein bisschen auf die Operatoren achtest und nicht nur in der Prüfung, sondern auch allgemein bei allem, was er sagt, auch wie er das ausdrückt, was war genau das, was er gesagt hat. Ja, wenn es zum Beispiel heißt, macht ein Referat, dann kann es sein, dann ist ja einfach erstmal nur die Aufgabe, dass du ein Referat machen sollst. Die einen verstehen es aber so, oh, wir müssen das ganz richtig und korrekt und da machen. Und manchmal, wenn man vielleicht nur einfach nochmal nachfragt oder ihn noch einen zweiten Satz zu dem Thema sagen lässt, sagt er, hey, aber macht es wirklich, wie ihr wollt. Wo du sofort merkst, okay, es gibt hier keine klare Vorgabe, es geht einfach nur darum, dass wir selbstständig was richtig Gutes abliefern. Und dann solltest du eben dementsprechend auch handeln. Das heißt, versuch einfach, um das ganze Video auch zusammenzufassen, versuch jegliche Hinweise, die du irgendwie bekommen kannst, zu nutzen. Mach daraus auch keine Raketenwissenschaft und verfall panisch in dieses, oh, ich habe irgendwie nicht alle Sachen mitbekommen. Darum geht es gar nicht. Einfach nur, dass du bewusst dich auch aufrichtest, was ist denn für ein Lehrertyp, weil unterbewusst nehmen wir das schon wahr, nur ist es noch ein ganz anderes Level, das auch mal bewusst zu untersuchen, in Anführungsstrichen, und dann auch nicht blind immer dem Lehrer alles zuschmeißen, genauso wie er es haben will, aber zu verstehen, okay, weil der Lehrer ist ja eine Grundlage für die ganze Notengebung, da im Prinzip die Spielregeln von seiner Seite aus zu kennen, um dann dementsprechend deine eigene Verhaltensweise so daran anzupassen, dass du schlussendlich deinen maximalen Erfolg hast, und das wünsche ich dir natürlich. Ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.